Inmitten einer tiefschwarzen Nacht verliert ein Pilot die Kontrolle über eine Boeing 737. Weniger Schub! Weniger Schub, weniger Schub! Die Maschine reagiert nicht mehr auf die Steuerung. Etwas stimmt nicht mit dem Flugzeug. Ich hörte eine Art Schrei, danach nichts mehr. Ägypten, ein Land voller Geschichte. Riesige, jahrtausendalte Monumente in einer Landschaft aus Sand. Doch die meisten Touristen suchen eine andere Form von Sand, den Sand an den Stränden Ägyptens. Mehrere hundert Kilometer südöstlich von Kairo befindet sich einer der beliebten Ferienorte, Scham es-Scheich. Die Stadt liegt direkt am Roten Meer und verspricht Entspannung und Ruhe. Scham es-Scheich ist gerade unter Europäern sehr populär. Der Grund ist klar. Wo kann man sonst schon nach einem fünfstündigen Flug warmes und kristallklares Wasser finden? Oder auch wunderschöne Berge. Wirklich fantastisch. Der Ferienort wird immer beliebter und das bekommt auch der Flughafen zu spüren. Auf dem Scham es-Scheich Flughafen werden mehr als 4 Millionen Fluggäste pro Jahr abgefertigt. Doch nicht nur Touristen lieben diese Strände. Auch der britische Premierminister Tony Blair traf sich Anfang 2004 hier mit dem ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak. Dritter Januar gegen 2 Uhr morgens. Während immer noch einzelne Urlaubsgäste durch die Stadt ziehen, beginnt für Captain Kader Abdullah der Tag. Der 53-Jährige ist bekannt für seine Pünktlichkeit. Nach seiner Dienstzeit bei der ägyptischen Luftwaffe wechselte der Kapitän zu Flash Airlines, einem kleinen Charterflugunternehmen. Er wollte seine Sachen für die Flüge immer selber packen. Er sagte immer, nur so wüsste er, dass auch nichts fehlt. Er war immer sehr genau in solchen Dingen. Captain Kader trifft seinen ersten Offizier, Amar el-Shafi. Zusammen werden sie von Scham es-Scheich nach Paris fliegen. Good morning. Good morning, sir. Mit seinen 25 Jahren könnte Amar der Sohn von Captain Kader sein. Auch wenn viele Touristen diese frühen Flüge meiden, Pascal Mercier hatte den Flug fest eingeplant. Der Flug war gebucht. Meine Agentur sagte mir auch, dass ich früh aufstehen muss und dann in Kairo das Flugzeug nochmal wechseln müsste. Das gefiel mir gar nicht. Schließlich habe ich eine 2 Jahre alte Tochter. Auch meine anderen Kinder waren gerade einmal 6 und 8. Das fand ich alles nicht so schön. Andere nehmen aber gerne die frühen Abflugzeiten in Kauf, denn dafür sind die Tickets sehr günstig. Franz Tullier brauchte auch mal eine Auszeit. Er flog mit seiner gesamten Familie für einen Kurzurlaub nach Ägypten.
Mein Schwager hatte gerade seinen Vater verloren. Deswegen flog er mit seinen Kindern, seiner Mutter und seiner Frau nach Sharm el-Sheikh. Sie brauchten einfach mal ein wenig Entspannung. Fatima Hijaji will auch zurück nach Paris. Die Mutter von 5 Kindern ruft ihren Neffen in Frankreich an. Ich hatte schon geschlafen, als sie anrief. Ich war kurz angebunden, denn sie ist der Typ Mensch, der wegen jeder Kleinigkeit anruft. Eigentlich wollte sie aber nur sicher gehen, dass ich sie nach ihrem 5- oder 6-stündigen Flug auch abhole. Kurz vor 5 Uhr am Morgen. Die 135 Passagiere nehmen auf ihren Sitzen Platz. Auch die 13-köpfige Crew beginnt mit den Startvorbereitungen. Auch Ashraf Abdel nimmt seinen Platz im Cockpit ein. Er will diesen Flug für seine Ausbildung zum ersten Offizier nutzen. Als der aktuelle Wetterbericht eintrifft, sind die Piloten enttäuscht. Die Vorhersagen sind äußerst ungenau. Sie sagten nicht klarer Himmel. Sie sagten Wolken und klarer Himmel. Wie geht das? Frag nach der Wolkenhöhe. Keinerlei Wolken, ein klarer Himmel. Vielleicht einzelne Wolken? Vielleicht einzelne Wolken. Guten Morgen. Nicht nur der unzuverlässige Wetterbericht frustriert den Kapitän. Auch eines seiner Instrumente funktioniert nicht. Der Techniker schätzt den Schaden allerdings als nicht gravierend ein. Vielleicht ist Amar mal zu hart gelandet. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Namen von Captain Keller und seiner Crew möchte ich Sie an Bord der Flash Airlines Boeing 737-300 willkommen heißen. Immer noch ist es tiefe Nacht. Die Dämmerung scheint noch weit entfernt. Dieser Flash Airlines Flug wird erst Richtung Rotes Meer fliegen, bevor er Richtung Kairo dreht. Die Maschine ist gestartet und gewinnt an Höhe. Da kein Mond scheint, können die Passagiere aus ihren Fenstern nichts auf dem Boden erkennen. Das Drehmanöver über dem Roten Meer scheint jedoch schwieriger als gedacht. Sieh, was das Flugzeug gemacht hat. Captain Keder ist beunruhigt. Rechtsdrehung, Sir. Was? Wir drehen nach rechts. Rechtsdrehung? Wieso eine Rechtsdrehung? Eigentlich sollten sie nach links drehen, Richtung Kairo. Doch das Flugzeug bewegt sich weiter nach rechts. Wir müssen die Drehung stoppen. Der Kapitän versucht, das Flugzeug wieder auf Kurs zu bringen, doch die Lage verschlechtert sich immer weiter. Kippen! Jetzt ist klar, sie sind in Schwierigkeiten. Der Kapitän befiehlt dem ersten Offizier, den Autopiloten anzuschalten. Aber es hilft nicht. Kein Autopilot, Captain. Die 737 liegt schon fast komplett auf der Seite. Etwas stimmt nicht mit dem Flugzeug. Nur Minuten nach dem Start ist das Flugzeug außer Kontrolle. Auf einer Spiralbahn stürzt die Maschine Richtung Rotes Meer. Und das bei einer Geschwindigkeit von mehr als 700 Stundenkilometern. Die Zeit, um das Flugzeug abzufangen, wird immer knapper. Die
Der Start der Boeing 737 verlief vollkommen normal. Der Kapitän und seine Crew leiteten einen Steigflug ein. Die Drehung Richtung Kairo sollte gerade eingeleitet werden. Doch dann geriet der Flug 604 in einen Sturzflug. An Bord 135 Passagiere und 13 Crewmitglieder. Jeder spürt die enormen G-Kräfte. Auch erschweren sie es Captain Keder, das Flugzeug abzufangen. Der dritte Mann im Cockpit, Ashraf Abdelhamid, will die Schubkraft drosseln. Weniger Schub! Weniger Schub! Weniger Schub! Durch die hohe Geschwindigkeit erreicht das Flugzeug seine Belastungsgrenze. Doch nachdem sie kopfüber voran gestürzt waren, scheinen die Piloten die Kontrolle über ihre Maschine zurückzuerlangen. Doch genau in diesem Moment ertönt die Bodenwarnung. Zu dem Zeitpunkt befindet sich Pascal Mercier gerade in einem Strandhotel. Meine Tochter wachte ganz plötzlich auf und schrie wie wild. Ich selber habe den Absturz nicht gehört. Vielleicht aber sie. Es war kurz vor 5 Uhr am Morgen, als das Flugzeug von Flash Airlines vom Radarschirm verschwand. Flug 604 befand sich gerade über dem Roten Meer. Nur Minuten nach dem Start brach sämtlicher Kontakt zu der Maschine ab. Erst bei Sonnenaufgang wird die Absturzstelle gefunden. Als die Rettungskräfte die Stelle erreicht haben, sind sie entsetzt. Flug 604 wurde bei dem Aufprall auf die Wasseroberfläche offenbar total zerschmettert. Inmitten der Trümmerteile finden die Rettungskräfte eine Postkarte. Auf ihr steht geschrieben: Ich denke, diese Karte wird nach mir eintreffen. Für die Insassen der Maschine gibt es keine Hoffnung mehr. Alle 148 Personen, die an Bord waren, sind tot. Flug 604 war unterwegs zum Charles de Gaulle Flughafen in Paris. Noch immer warten dort Angehörige der Passagiere auf die Ankunft des Fluges. Langsam verbreitet sich die erschreckende Nachricht aus Ägypten. Sie fragten mich, ob ich auf den Flug aus Sharm el-Sheikh warte. Ich sagte ja und sie baten mich mitzukommen. In einem Hotel würden sie mir alles erklären. Es war sehr seltsam. Wir wurden in ein Hotel geführt und da kamen uns Leute entgegen mit fröhlichen Gesichtern. Sie hatten die Gewissheit, dass ihre Familien nicht an Bord waren. Sie kamen mit einem Zettel in der Hand. Ja, Frau Hijaji, Fatima, es tut uns leid, dass Sie es auf diese Weise erfahren müssen, aber sie ist tot. Als Mohammed Hijaji später seinen Anrufbeantworter abhört, findet er eine Nachricht von seiner Tante Fatima. Ich hörte eine Art Schrei, danach nichts mehr. Die Frau von Captain Keder erfährt durch ihren Sohn von dem Absturz. Mein Sohn rief mich aus dem Ausland an und erzählte, es gab einen Absturz bei Flash Airlines. Erst glaubte ich ihm nicht. Doch dann war es ein entsetzlicher Schock für mich. In Sharm el-Sheikh werden die Hotelzimmer der Absturzopfer überprüft. Und tatsächlich, eines ist noch belegt.
Dieser Mann vom Hotel begann zu weinen. Er war geschockt, positiv geschockt. Er dachte, wir wären abgestürzt, so wie alle anderen auch. Sie sind hier. Allein aus meinem Hotel kamen 82 der Passagiere. 82. Das war ein sehr, sehr seltsames Gefühl. Irgendwie erdrückend. Aber wir waren einfach nur glücklich. Es gab keinen Notruf, keine Nachricht an die Bodenkontrolle, einfach nichts. Wieso stürzte das Flugzeug nur Minuten nach dem Start ab? Gerüchte von einer Bombe an Bord entstehen. Die Maschine war gerade erst gestartet. Es ist schon seltsam, warum sie so schnell abstürzte. Das Erste, was die Ermittler untersuchen, ist die Flugroute der Maschine. Und dabei machen sie einige interessante Entdeckungen. Die Route führte genau über die Stadt, in der Hosni Mubarak sein Ferienhaus hat. Auch überflog das Flugzeug das Haus, wo Tony Blair und seine Familie sich zu diesem Zeitpunkt aufhielten. Doch mehr noch, Tony Blair sollte genau den gleichen Flughafen benutzen wie Flug 604. Die Sicherheitskräfte des britischen Premierministers sind alarmiert. 2 Tage nach dem Unglück melden sich Terroristen aus dem Jemen. Per Telefon bekennen sie sich zu dem Anschlag. Es sollte ein Protest gegen das Kopftuchverbot in Frankreich sein, ein Kopftuchverbot innerhalb öffentlicher Schulen. Die Ermittler sind jedoch skeptisch. Kann eine Bombe wirklich die Unglücksursache sein? Wenn Sie ein riesengroßes Trümmerfeld finden, dann ist dies ein sicheres Zeichen für eine Explosion in der Luft. Denn eine Explosion würde die Teile weit verstreuen. Doch in diesem Fall fanden wir nur sehr wenige Trümmerteile und diese auch nur in einem relativ kleinen Gebiet. Eigentlich ein typisches Zeichen für einen Absturz direkt in das Wasser hinein. Wenn es nicht Terroristen waren, was war dann die Ursache für den Absturz? Die Ermittler stehen vor einem Problem. Die meisten Wrackteile von Flug 604 liegen mitten auf dem Grund des Roten Meeres. Taucher werden benötigt, um sie zu bergen. Und auch die Taucher haben es nicht leicht. Überall lauern Haie. Was die Taucher finden, ist nicht viel. Lediglich ein paar Leichen können geborgen werden. Das eigentliche Wrack bzw. die meisten Wrackteile sind jedoch verschollen. Verschollen in einer Tiefe von mehr als 1000 Metern. Die Ermittler konzentrieren ihre Suche auf 2 Teile, den Flugdatenschreiber und den Stimmrekorder. Sollten diese Blackboxes den Absturz überstanden haben, so befinden sie sich jetzt auf dem Grund des Roten Meeres. Eine schwierige Aufgabe, zumal dieser Teil des Roten Meeres noch nie kartografiert wurde. Da die meisten Opfer Franzosen waren, bietet die französische Regierung jegliche Unterstützung bei der Bergung an. Die Franzosen reagierten sofort. Sie stellten ein Boot mit einem speziellen Tauchroboter zur Verfügung. Doch die Wrackteile liegen selbst für den Tauchroboter zu tief. Der Roboter kann dem Druck in diesen Tiefen nicht standhalten. Schnell müssen die Ermittler nach einer anderen Lösung suchen, einem Tauchroboter, der noch tiefer tauchen kann. Das Signal der Blackbox wurde geortet. Jetzt muss schnell gehandelt werden, denn die Ermittler wissen, eine Blackbox kann maximal für 30 Tage ihr Ortungssignal senden. Danach wird es unmöglich, die Blackbox zu finden. Wir waren wirklich sehr beunruhigt. Wir mussten die Blackboxen finden, bevor das Signal ausfällt. Also arbeiteten alle 24 Stunden am Tag, um die Teile zu finden und zu bergen. Die Angehörigen der Opfer, ihre Familien und Freunde, trauern um den Verlust ihrer Liebsten. Der Druck auf die Ermittler steigt. Schnell müssen sie Antworten finden.
Es ist das größte Unglück in der Luftfahrtgeschichte. Das größte, bei dem so viele Franzosen umkamen. Die Ermittlungen müssen beschleunigt werden. Amerikanische, französische und ägyptische Ermittler schließen sich zusammen. So können sie die Aufgaben auch besser verteilen. Sie konzentrieren sich nicht nur auf die Blackboxes, auch die Fluggesellschaft wird genauer untersucht. Flash Airlines ist eine der typischen Billigfluglinien. Mit nur zwei Maschinen fliegen sie einige wenige Ziele in Europa an. Um auf dem Markt bestehen zu können, muss sehr kostensparend gearbeitet werden. So wird auf fast jegliche Form von Service verzichtet. Eine der Strategien dieser Billigfluglinien ist es, ihre Maschinen 24 Stunden am Tag auszulasten. Wenn man mit so engen Zeitplänen arbeitet, heißt das, die Maschinen sind fast immer in der Luft. Frühere Passagiere von Flash Airlines melden sich zu Wort. Ich flog nach meinem Urlaub gerade nach Hause. Als 2003 eine Maschine von Flash Airlines von Sharm el-Sheikh Richtung Bologna flog, sah ein Fluggast Flammen an einem der Triebwerke. Hey, hey, das Triebwerk brennt. Sehen Sie! Das Flugzeug musste eine Notlandung machen. Ermittler finden heraus, dass es im Jahr 2002 eine überraschende Inspektion seitens der Schweizer Luftaufsicht gab. Genau bei der Maschine, die später abstürzte. Die Mängelliste ist lang. Die Luftmasken der Piloten fehlten. Es gab nicht genügend Sauerstoffflaschen. Sogar einige Cockpit-Instrumente waren defekt. Für die Schweizer Luftaufsicht war das Grund genug, keine Starterlaubnis zu geben. Flash Airlines bekam ein allgemeines Start- und Landeverbot für den Schweizer Luftraum. Wenig später folgten die Schweiz und Polen. In Norwegen annulliert sogar eine Reisegesellschaft ihre Verträge mit Flash Airlines. Es kommt nur äußerst selten vor, dass eine Fluggesellschaft von einem Land verbannt wird. Da muss schon etwas mächtig schieflaufen, etwas mit der Sicherheit. Die Ermittler sind beunruhigt. Umgehend wollen sie alle Wartungsbücher von Flash Airlines durchgehen. Doch sie erwartet eine böse Überraschung. Es gab keine Kopien der Wartungsbücher. Mit dem Flugzeug stürzten auch die Wartungsbücher ab. Es ist unglaublich, dass es keine Kopien gab. Alle Aufzeichnungen waren an Bord. Sie haben eine wichtige Regel der internationalen Luftfahrt missachtet. Es muss sichere Kopien geben. Als die französischen Behörden von den Sicherheitsmängeln hören, verbieten auch sie es, dass Flash Airlines verbleibende Maschine in Frankreich starten oder landen darf. Allen ist klar, der Zustand der Maschine war besorgniserregend. Doch wie stand es um die Crew von Flug 604? Captain Kader war bekannt als ein Flieger, Ass und Kriegsheld. Großes Ansehen errang er 1973 während des Yom Kippur-Krieges. Er flog aber nicht nur Düsenjäger, sondern auch unzählige große Transportmaschinen. Alles zusammengerechnet hatte er mehr als 7000 Stunden Flugerfahrung. Weitere 2000 Stunden war er sogar als Fluglehrer tätig. Er war geradezu das perfekte Bild eines Piloten. Die Blackboxes sind immer noch nicht gefunden. Es kann nicht überprüft werden, wie Captain Kader versuchte, das Flugzeug zu retten. Sieh, was das Flugzeug gemacht hat. Eine mondlose Nacht im Januar 2004. Der Flug Flash Airlines 604 stürzte in das Rote Meer. Alle 148 Personen an Bord sind tot.
Die Ermittler wollen die Absturzursache herausfinden und den Flug rekonstruieren. Doch es wurde schwieriger als zunächst gedacht. Die Trümmer des Flugzeugs liegen in einer Tiefe von mehr als 1000 Metern. Was die Ermittler am meisten besorgt, auch die Blackboxes liegen auf dem Grund und sie haben es immer noch nicht geschafft, sie zu bergen. Immer wenn ein Flugzeug ins Wasser stürzt, hat man die Befürchtung, dass der Flugdatenschreiber und der Stimmrekorder nicht geborgen werden könnten. Doch diese Blackboxes sind sehr wichtig, denn durch ihre Daten kann ein Flug rekonstruiert werden. Ohne sie wird es sehr, sehr schwierig. Endlich, nach mehreren Tagen des Suchens, gibt es einen Durchbruch. Ein französisches Forschungsschiff empfängt die Signale der Blackboxes. Mit einem speziellen Tauchroboter können die beiden Blackboxes geborgen werden, aus einer Tiefe von mehr als 1000 Metern. Die Aufzeichnungen des Tauchroboters zeigen auch, dass die Trümmer über ein großes Gebiet verstreut liegen. Doch sowohl der Flugdatenschreiber als auch der Stimmrekorder konnten erfolgreich geborgen werden. Zusammen untersuchen amerikanische, französische und ägyptische Ermittler die Blackboxes in Kairo. Man will möglichst alle Teile bergen, doch es gelingt nicht. Viele Trümmer des Wracks können geborgen werden, manche liegen aber einfach zu tief. Die Ermittler müssen mit dem auskommen, was sie haben. Ihre Hoffnung liegt auf den Blackboxes. Mit ihnen wollen sie den Absturz von Flug 604 rekonstruieren. Wir wollten die Route des Fluges genau nachvollziehen. Dafür machten wir eine Animation des Fluges, basierend auf dem Flugdatenschreiber und dem Radar. Die Daten des Flugdatenschreibers sind erschreckend. Kurz nach dem Start fliegt die Maschine eine Linkskurve, genau wie vorgesehen. Doch dann neigt sich das Flugzeug sehr schnell nach rechts. Der Stimmrekorder zeigt die Reaktionen der Crew. Rechtsdrehung, Sir. Wie? Wir drehen nach rechts? Die Auswertungen des Stimmrekorders zeigten, die Piloten wussten, dass etwas nicht stimmen konnte. Sie verstanden es nicht. Jetzt untersuchen die Ermittler den Flugdatenschreiber genauer. Warum kam es zu dieser plötzlichen Rechtsdrehung? Gab es einen mechanischen Defekt? Dafür gibt es einen entscheidenden Hinweis. Schon vor dem Start diskutierte der Pilot mit einem Techniker wegen einer elektrischen Fehlfunktion. Leider konnte aus den Aufzeichnungen nicht ermittelt werden, um was für eine Störung es sich genau handelte. Wir können uns nicht sicher sein, welches Teil der Kapitän und der Techniker meinten. Es wurden auch nicht genügend Trümmer geborgen, um es aus den Resten rekonstruieren zu können. Die Ermittler können den Techniker nicht mehr befragen. Er war auch an Bord der Unglücksmaschine. Nach der Auswertung des Flugdatenschreibers glauben wir, und das mit recht hoher Sicherheit, dass das Flugzeug nach rechts zog, einfach von sich aus. Was lief schief? Gründliche Untersuchungen von Flugzeugabstürzen dauern oft Jahre. Bei Flug 604 gab es jedoch noch zusätzliche Hürden. Das Problem bei solchen Absturzuntersuchungen ist, dass sie sehr langwierig sind. Wenn man nicht einmal alle Wrackteile hat, wird es noch viel komplizierter. Schließlich muss man sich absolut sicher sein, wie die genauen Umstände waren, bevor man irgendwelche Ergebnisse präsentieren kann.
Doch die Angehörigen und Freunde der Opfer fordern eine schnelle Aufklärung. Monate vergingen und die Absturzursache konnte immer noch nicht ermittelt werden. Wir protestierten vor der ägyptischen Botschaft, denn es gab immer noch keine Neuigkeiten. 11 Monate nach dem Absturz gab es immer noch keine offizielle Erklärung. Kurz nach den Protesten veröffentlichen die ägyptischen Ermittler einen Bericht, der alle bisher gewonnenen Fakten zusammenträgt, primär die Daten der Blackboxes. Doch der Bericht zieht keinerlei Schlussfolgerungen aus den Daten. Meine Damen und Herren, guten Abend. Nur mit den Daten der Blackboxes ist es einfach nicht möglich, sichere Schlüsse zu ziehen. Die Ermittler können nur nach weiteren Fakten suchen. Shaker Kelada kann nur hypothetische Szenarien präsentieren. Man konnte wirklich nur mit Hypothesen arbeiten und dann schauen, inwieweit sie den tatsächlichen Daten entsprachen. Die Ermittler untersuchen viele verschiedene Theorien genauer. Wir spielten alle möglichen Szenarien durch. Wir wollten die ausschließen, die überhaupt nicht passen konnten. Das Ermittlungsteam reiste in die Vereinigten Staaten, um dort an einem Flugsimulator die übrig gebliebenen Theorien zu testen. Vielleicht können Sie so den Grund für den Absturz von Flug 604 herausfinden. Der Simulator müsste beim Durchspielen einer Theorie dann genau die gleichen Reaktionen zeigen wie die Maschine von Flash Airlines. Mit dem Simulator-Test traf das Team erneut in Kairo ein. Sie konnten die möglichen Fehlerquellen auf 4 Stück beschränken. Immer noch gilt die plötzliche Drehung nach rechts als der wichtigste Hinweis. Die 4 Szenarien hatten alle eine Gemeinsamkeit, die unerwartete Drehung. Mehr Szenarien konnten wir noch nicht ausschließen. 2 der Theorien nehmen die Störklappen der rechten Tragfläche als Grund für die plötzliche Bewegung an. Störklappen dienen dem Abbremsen des Flugzeuges. Sollte es einen mechanischen Defekt an der Steuerung oder einen Defekt in den Verbindungskabeln gegeben haben, so könnten die rechten Störklappen unfreiwillig aufgestellt worden sein. Die Störklappentheorie wäre eine Erklärung, jedoch kann man es nicht mehr nachweisen. Und auch wenn es in der Vergangenheit regelmäßig Probleme mit den Flash Airlines Maschinen gab, Probleme mit den Störklappen konnten die Ermittler nicht finden. Das Team muss weitersuchen. Eine andere mögliche Fehlerquelle könnte das Querruder gewesen sein. Querruder ermöglichen es, dass ein Flugzeug seinen Winkel entlang der Längsachse verändern kann. Moderne Flugzeuge fliegen so Kurven. Ein unkontrolliertes Kippen eines der Querruder könnte ein Flugzeug leicht auf die Seite drehen. Ein Absturz ist dann fast vorprogrammiert. Ihnen etwas Ungewöhnliches auf. Die Crew diskutiert, ob man den Autopiloten ein- oder ausschalten sollte. Sie aktivierten den Autopiloten, doch an dem Flugverhalten der Maschine änderte das nichts. Und noch etwas bemerken die Ermittler. Zu Beginn der Drehung über dem Roten Meer steuerte Captain Keder das Flugzeug noch per Hand. Dann stellte er jedoch auf Autopilot um. Autopilot. Anhand des Flugdatenschreibers können die Ermittler sehen,
dass der Autopilot während der Steigphase eingeschaltet war. Nicht jetzt. Der Kapitän ändert dann aber seine Meinung. Der Autopilot war lediglich für 3 Sekunden aktiviert. Warum wurde er ausgeschaltet? Gab es eine Fehlfunktion des Autopiloten? Vielleicht schaltete die Crew zwar den Autopiloten aus, aber er war nicht wirklich aus, sondern steuerte immer noch das Flugzeug. War es der Autopilot, der die Maschine nach rechts drehte? Eine Fehlfunktion des Autopiloten nachzuweisen ist nahezu unmöglich. Wir investierten viel Zeit in diese Theorie, aber sie ist unmöglich sicher nachzuweisen. Aber diese Theorie war sehr beliebt, denn ihr Absturzszenario kommt dem tatsächlichen Hergang sehr, sehr nah. Ein Fakt verwirrt die Ermittler. Die Blackboxes lassen den Schluss zu, dass, was auch immer eine Fehlfunktion hatte, kurz vor dem Aufprall wieder funktioniert haben musste. Der Kapitän hatte die volle Kontrolle über sein Flugzeug zurück. Wenn es zu einer Fehlfunktion kam, warum verschwand sie dann so plötzlich, wie sie gekommen war? Einige Ermittler gehen einen anderen Weg. Sie suchen nicht nach einer Fehlfunktion, sie suchen nach menschlichen Fehlern. Eine Sorge der Amerikaner war, dass der Faktor Mensch nicht ausreichend untersucht worden ist. Wurde dieser Faktor vielleicht nicht untersucht, weil Piloten in Ägypten ein hohes Ansehen genießen? In Ägypten sind Piloten Respektspersonen, besonders wenn sie in der Luftwaffe dienten. Die letzten 26 Jahre lang regierte ein Präsident, der selber ein hoch ausgezeichneter Luftwaffenpilot war. In einer solchen Umgebung verdächtigt man keinen Piloten. Wenn etwas schief geht, muss es an der Technik liegen. Und bei Flug 604 war der Kapitän sogar ein großer Kriegsheld mit tausenden Stunden Flugerfahrung. Bei der erneuten Untersuchung des Flugdatenschreibers finden die Ermittler eine Auffälligkeit. Direkt vor der plötzlichen Rechtsdrehung scheinen 3 Dinge auf einmal zu passieren. Statt die sanfte Linkskurve weiter zu fliegen, wird die Drehung zu früh beendet. Die Flugzeugnase hebt sich leicht. Die Geschwindigkeit verringert sich spürbar. Doch zu all dem sagte der Pilot kein Wort. Hat er die Vorgänge nicht bemerkt? Ich flog auch nachts von Sharm el-Sheikh mit dem gleichen Flugzeugtyp los. Man darf unter keinen Umständen die Geschwindigkeit mehr als 30 Knoten absenken oder den Querneigungswinkel mehr als 5 Grad ändern. Zumindest nicht ohne einen wichtigen Grund dafür zu haben. Einige Ermittler vertreten eine provokante Theorie, die das mögliche Verhalten des Piloten erklären könnte. Hatte Captain Kader einen Schwindelanfall? Vertigo, also Schwindel, kann jeder haben, nicht nur Piloten. Es ist häufig eine Verwirrung zwischen dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr und den Augen. Über dem dunklen Meer, ohne sichtbaren Horizont, keine Lichter am Boden. Der Pilot konnte seine Lage nicht einschätzen. Fliegte nach oben, unten, nach links oder rechts. Und wenn die Flüssigkeit in seinem Innenohr sich bewegte oder er seinen Kopf schief hielt, hat das sein Gleichgewichtsgefühl beeinflusst. Vielleicht dachte er, er fliegt gerade und auf konstanter Höhe, obwohl sich das Flugzeug gerade drehte. Die Umstände könnten einen Schwindelanfall begünstigt haben. Es war eine mondlose Nacht. Captain Kader flog manuell. Und er begann die vorgeschriebene Drehung schon während des Steigflugs. Diese Bewegungen des Flugzeugs und die Schwärze der Nacht könnten einen Schwindelanfall ausgelöst haben. Roger, wenn bereit, so Gott will. Beginnen Linksdrehung. 306 Charm VOR. Es ist wirklich eine schwierige Situation. Es gab keine sichtbaren Zeichen, denn es war eine mondlose Nacht über dem dunklen Meer.
Man kann dann leicht desorientiert werden. Piloten sollten sich dieser Gefahr eigentlich bewusst sein. So etwas ist schon so oft passiert. Es hat so vielen in den letzten 10 Jahren schon das Leben gekostet. Als die Maschine immer noch weiter nach links drehen sollte, bewegte sich das Steuerhorn langsam nach rechts zurück. Hat der Kapitän beim Zurücksteuern eine Rechtsdrehung eingeleitet, ohne es zu wissen? Wenn man die Steuerbewegungen des Piloten betrachtet, scheint es fast, als ob irgendetwas den Piloten nach rechts trieb. Vielleicht hatte er einen falschen Horizont hinter seiner Scheibe gesehen. Sieh, was das Flugzeug gemacht hat. Vielleicht dachte Captain Kader, er müsse die Fluglage korrigieren. Er dachte, er muss die Flugroute nochmals korrigieren. Genau da kam eine widersprüchliche Meldung. Rechtsdrehung, Sir. Was? Wir drehen nach rechts. Der Pilot nahm an, er korrigiere die Flugzeuglage. Die Meldung über die Rechtsdrehung verwirrt ihn. In diesem Fall musste der Pilot sich sowohl auf das Fliegen konzentrieren, als auch diese seltsame Information auswerten. Sie widersprach absolut seinen Erwartungen. Die Meldung des ersten Offiziers brachte ihn durcheinander. Wir drehen nach rechts. Auch die ägyptischen Ermittler stimmen mit den Amerikanern überein. Captain Kader war in diesem Moment desorientiert und verwirrt. Aber es konnte nicht der einzige Grund für den Absturz sein. Ich hatte keinen exakten Beweis, dass er desorientiert war, aber es wäre denkbar. Die Situation war nicht ausweglos. Man hätte das Problem finden und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten können. Die Zeit dafür wäre da gewesen. Auch wenn der Schwindelanfall keine Rolle gespielt hätte, die Ermittler finden heraus, dass die Crew nie auf solche Situationen vorbereitet wurde. Flash Airlines hat seine Piloten nie in entsprechende Verhaltensregeln für Notfälle eingewiesen. Im Januar 2004 zerschellte eine Boeing 737 auf dem Roten Meer. 148 Personen kamen dabei ums Leben. Die Ermittler wollen herausfinden, was mit Flash Airlines Flug 604 geschah. Doch das Team steht vor großen Hürden. Die Wrackteile liegen in über 1000 Metern Tiefe. Stimmrekorder und Flugdatenschreiber konnten jedoch geborgen werden. Die Aufzeichnungen lassen vermuten, dass der Pilot einen Schwindelanfall erlitt und daher desorientiert war. Die mondlose Nacht und ein dunkles Meer unter ihm waren wohl der Grund, warum er den Horizont nicht mehr richtig einschätzen konnte. Könnten mechanische Fehlfunktionen auch eine Rolle gespielt haben? Bei ihren Nachforschungen stießen die Ermittler auf Erstaunliches. Flash Airlines gab zu, keine Schulungen mit seinen Piloten durchzuführen. Schulungen, die Piloten genau auf solche Situationen vorbereiten sollen. Dabei sind diese Schulungen für jede Luftfahrgesellschaft Pflicht. Womöglich hätte die Crew dann besser auf die Situation reagieren und eine Katastrophe verhindern können. Crew Resource Management ist ein Training, wo es speziell darum geht, dass Crews gut zusammenarbeiten. Hätte die Crew von Flug 604 eine solche vorgeschriebene Schulung gehabt, wäre ein Absturz vielleicht verhindert worden. Die Ermittler vermuten, dass der erste Offizier die gefährliche Lage schnell erkannte, aber aus Respekt vor dem Kapitän keine Gegenmaßnahmen vorschlug. Was? Wir drehen nach rechts. Auch versucht er nicht, die Steuerung zu übernehmen. Eine CRM-Schulung hätte dem ersten Offizier geholfen. Er hatte die Gefahr erkannt und hätte das Kommando im Cockpit übernehmen müssen. Schließlich muss er bemerkt haben, dass der Kapitän nichts dagegen tat. Auf dem Stimmrekorder findet sich auch noch ein Gespräch, welches vor dem Start geführt wurde. Gestern mussten wir während der Dämmerung landen und die Sonne stand tief. Ich wusste, ich werde die Landebahn kaum sehen können. Da sagte er, in Sicht. Was ist in Sicht? Die Jugend.
Der Kapitän wollte seinen ersten Offizier bestimmt nicht kränken, aber das Gespräch zeigt, wer Lehrer und wer Schüler ist. Ich war unfähig, meine Augen zu heben, und er sagte in Sicht. Wo in Sicht? So etwas nennt man negatives Feedback. Deswegen zögerte der erste Offizier später. Er wollte nicht wieder etwas falsch machen. Er wollte nicht den Respekt des Kapitäns verlieren. In einer Crew muss man sich bemühen, dass alle zusammenarbeiten, als Team. Was bringt eine Crew, wo nur der Pilot fliegt und der Co-Pilot nur schweigend zuschaut? Kapitän und erster Offizier waren nicht allein im Cockpit. Was tat die dritte Person im Cockpit während des Fluges? Obwohl es für ihn nur ein Trainingsflug war, so hatte er doch auch schon einige Erfahrung mit Flugzeugen. Aber auch er blieb still und sagte nichts. Gibt es denn jetzt Wolken? Wir hörten ihn sehr deutlich. Er sprach vor dem Start ganz offen mit dem ersten Offizier und auch mit dem Kapitän. Er hatte ja auch schon einige Erfahrungen, und doch blieb er während des Fluges still. Wir vermuten aber, dass er bei Handlungen der Crew, die er nicht versteht, oder gar beim Ausbleiben von Aktionen, etwas gesagt hätte. Weniger Schub, weniger Schub! Das Einzige, was er sagte, war Schub reduzieren. Das war aber sehr spät. Für ihn war es wohl die einzig mögliche Gegenmaßnahme. Selbst Co-Pilot die Steuerung an sich gerissen hätte, ist nicht gewiss, ob man das Flugzeug noch hätte retten können. Doch was auch immer wirklich geschah, es geschah sehr schnell. Es blieb nur sehr wenig Zeit zum Reagieren. Erst im März 2006 wird der Abschlussbericht über den Absturz von Flug 604 vorgelegt. Er gibt keine klaren Antworten über die Absturzursache. Die ägyptischen Behörden können keines der vier verbliebenen Szenarien ausschließen. Jedes scheint möglich. Sogar, dass der Pilot einen Schwindelanfall hatte, kann weder bestätigt noch widerlegt werden. Die amerikanischen Ermittler lehnen es jedoch ab, der Crew die Schuld zu geben. Stattdessen ist die Fluggesellschaft der eigentliche Verantwortliche, denn Flash Airlines schulte sein Personal nicht. Die Piloten können nun einmal nur so viel, wie ihnen beigebracht wurde. Die fehlenden Schulungen sind Sache der Fluggesellschaft. 2 Monate nach dem Unglück gab Flash Airlines den Flugbetrieb auf. Als Folge aus dem Absturz wurden die internationalen Sicherheitsbestimmungen geändert. Jegliche Verletzung wird jetzt auch härter bestraft. Der Flash Airlines Absturz brachte einiges ins Rollen. Jetzt gibt es in Europa eine Art schwarze Liste für Fluggesellschaften. Hat eine Fluglinie ein Start- und Landeverbot in einem europäischen Staat, gilt das auch gleich für alle anderen Staaten in Europa. Zum Schluss geben die ägyptischen Ermittler noch eine wichtige Empfehlung. Wir haben vorgeschlagen, dass ein Trainings- oder Schulungsprogramm entwickelt werden sollte, damit die Piloten lernen, aufeinander zu achten. Wenn ein Pilot einen Schwindelanfall erleidet, was soll gemacht werden? Zuerst den Flug sichern, danach sich um den desorientierten Piloten kümmern, sodass er wieder zu vollem Bewusstsein kommt. War ein mechanischer Defekt nun der eigentliche Grund für den Absturz? Die Ermittler werden es nie mit Sicherheit wissen. Immer noch liegen unzählige Wrackteile auf dem Grund des Roten Meeres. Und mit ihnen auch die Antworten auf die vielen unbeantworteten Fragen um den Absturz von Flug 604. Ich habe meinen Neffen und Nichten verloren. Sie waren noch Kinder. Was für eine Zukunft hätten sie gehabt? Was kann das aufwiegen? Welche Verschwendung? Die Familien können nie mit ihrer Trauer abschließen, denn wir werden nie wissen, was wirklich geschah.